Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Diablo 2 Resurrected. Wir sind im vierten Akt und damit dem letzten Akt des Hauptspiels angekommen. Danach kommt noch der eine Akt des Add-ons. Den wird es natürlich auch reinziehen. Und ja, ihr seht schon in der Quest-Übersicht, der wird ein bisschen kürzer. Das sind nur noch drei dicke Quests und dann kommt ein dicker Kampf. Aber gucken wir mal, ne? Ich hoffe, wir werden mit unserer Ausrüstung klarkommen. Dann für die letzten, ich glaube, 12 Folgen, der ein oder andere hat gemerkt, dass vielleicht am Anfang der Folgen manchmal kurz das Bild stehen blieb. Und bei einer Folge habe ich sogar mein Intro ein bisschen wegcutten müssen. OBS hat ein Update gemacht, die Nasen. Finde ich ja mal ganz cool, dass sie das weiterentwickeln und so, als nice. Will mich gar nicht beschweren. Aber beim aktuellen Add-on, beim aktuellen Update von OBS haben sie es geschafft, dass wenn man eine Videoaufnahme startet, nicht immer, aber in manchen Fällen der Anfang des Videos, so die ersten 4 bis 5 Sekunden im Arsch sind. Die sind so im Arsch, dass selbst mein Videobearbeitungsprogramm meint, das Medium wäre offline, weil hier stimmt was nicht. Jetzt muss ich immer 5 Sekunden runterzählen, bevor ich loslege, damit ich das nötigenfalls wegcutten kann. Witzig, oder? Wollte ich euch nur mal erwähnen, so die alltäglichen Probleme, die man so hat, weißt du? So, Jamela, wer bist du denn? Was braucht ihr? Ja, weiß ich nicht. Eigentlich gar nicht so viel. Warte mal, ich muss mal gleich meine Chest finden. Erstmal die Map aufmachen. Wo sind wir denn überhaupt? Die Festung des Wahnsinns. Aha. Albu. Was braucht ihr? Hier wird auch nicht mehr viel geredet oder so. Weißt du, hier gibt's nur noch, was brauchst du, was brauchst du? Und jetzt haut dem Typen mir nicht auf die Fresse, weißt du? Ist alles ein bisschen einfacher gehalten. Wo ist meine Stash? Gibt's hier unten noch mehr Gebiet oder war's das? Die äußere Steppe. Okay, nee, ich suche meine Chest, Leute. Da ist ja gar keiner. Quest gibt's nicht. Einfach nur, geh mal da rein und mach fertig. Da stehen zwei Dudes rum. Warum die da stehen, wissen wir nicht. Weil ist hier immer meine Kiste am Start? Ich bitte euch, die muss ja noch irgendwo sein. Kiste, wo bist du? Die ist hier nirgendwo. Doch, da, guck mal, da ist Deckard und so. Da, man kann hier noch reingehen, Alter. Ich wollte gerade sagen. Zu sehen. Ich freue mich auch. Moin, Deckard. Es ist an der Zeit, dass ihr den Seelenstein Mephistos zerstört. Bringt den Stein zur Höllenschmiede, legt ihn dort auf den Amboss und schlagt so fest ihr könnt mit dem Hammer darauf. Nur wenn ihr das tut, könnt ihr Mephisto daran hindern, sich jemals wieder in dieser Welt zu manifestieren. Klingt nach einem guten Plan, Bruder. Reden. Gibt's nix. Alles klar. Dann einmal noch mit Tyrael quatschen, bevor wir loslegen. Questlog. Bringt Mephistos Seelenstein zur Höllenschmiede. Klingt nett. Tyrael. Schön, dich wiederzusehen. Mephistos Niederlage ist ein großer Sieg für das Licht. Ich wusste, dass du letztendlich den Weg hierher finden würdest. Die Festung des Wahnsinns ist die letzte Bastion der Macht des Himmels vor den Toren des Höllenfeuers. Dieser Ort wurde vom Blut tausender Helden des Lichtes geheiligt, von denen viele Sterbliche waren wie du. Nun rückt das letzte Gefecht gegen die großen Übel näher. Und du musst dich ihnen allein stellen. Mir wurde verboten, dich direkt zu unterstützen. Nur durch etwas Wissen. Denn dies ist die Stunde des Triumphs sterblicher Menschen. Deines Triumphs. Möge das Licht dich beschützen. Und mögen die Mächte des Himmels deinen Weg erleuchten. Dankeschön, Dankeschön, Tyrael. Wird schon werden. Ich bin da voller Zuversicht, sag ich dir. Es gibt eine dunkle, gequälte Seele, die vor langer Zeit in dieser gottverlassenen Region gefangen wurde. Die Sterblichen nannten ihn Isual. Und in früheren Zeiten war er mein vertrautester Vasall. Doch er führte gegen meinen Willen einen aussichtslosen Kampf gegen die Höllenschmiede selbst. Trotz Kraft und Mut wurde Isual von den großen Übeln gefasst und durch ihre perverse Macht verdorben. Sie zwangen ihn, sein Volk zu verraten und die bestgehüteten Geheimnisse des Himmels preiszugeben. Er wurde zum Schatten seiner selbst, ein gefallener Engel, dem weder der Himmel noch die Hölle trauten. Für seinen Verstoß wurde Isuals Seele in den Körper einer schrecklichen, aus dem Abgrund heraufbeschworenen Kreatur verbannt. Sein irrer Geist wohnt nun schon seit vielen Jahren in dieser gequälten Hülle. Mir scheint, er hat lange genug gelitten. Ich bitte dich, finde Isual und erlöse ihn von dieser grausamen Strafe. Mach seiner Schuld und seinem Leid ein Ende. Okay. Wird gemacht, ausnahmsweise.
Noch was zum... Der gefallene Engel. Zwar trägt Isual nicht mehr die himmlische Runenklinge Blauzorn, könnte aber in seiner neuen Gestalt noch große Macht und Kraft besitzen. Okay. Und in seinem Zustand kann es sein, dass er Freund und Feind nicht unterscheiden kann. Wenn du ihn findest, wird er sich feindselig verhalten. Handle mit größter Vorsicht. Alles klar, wird gemacht. Wird gemacht. Ist noch was zum Tratschen irgendwie? Vor langer Zeit habe ich geschworen, über die Horadrim und ihre Nachkommen zu wachen. Da Deckard Cain der Letzte ihres Ordens ist, werde ich nicht zulassen, dass er so weit von seiner Heimat entfernt stirbt. Sei beruhigt, ich weiß, dass er dein Freund ist. Ihm wird kein Leid geschehen. Boah, also das ist ein Engel, dem würde ich mal trauen, aber wenn man so guckt, was die Engel sonst so gemacht haben, weiß auch nicht. Na gut. Jetzt bringen wir erstmal unsere Tränke wieder zurück, die wir noch haben. Na, nur für den Fall. Wir wissen ja nicht, wie das später noch weitergeht. Also ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern. Diablo hat es schon ein bisschen in sich, das muss man sagen. Der ist nicht ohne der Jungen, ja? Also das muss man durchaus doch eingestehen. Der knallt schon ein bisschen rein. So, Mephistos Seelenstein lagere ich mal zwischen. Feuerwiderstand plus 6. Fügt Blitzschaden hinzu. Kältewiderstand. Wenn wir jetzt irgendwas finden, was Kälteschaden macht, auch nachher gegebenenfalls noch ein Schwert. Hier zum Beispiel den hier, wenn wir da in die Sockel noch zwei Kältedinger reinknürzen, irgendwie Kälteschaden. Könnte das für Diablo nachher ganz hilfreich sein, sag ich mal so, ne? Questlog. Findet Isual in der Ebene der Verzweiflung. Ein schöner Name, ja? Da ziehe ich auch mal irgendwann hin. Die Ebene der Verzweiflung. Wird immer besser hier, hallo. Seid gegrüßt. Sag du auch gegrüßt. 1, 2, 3. Wunderbar. Da haben wir noch genug. Du kannst den eben haben, dann brauche ich Schlüssel. Hier mal drauf stecken. Ach, das sind... Okay. Ja, hier, kannst du wieder zurückhaben. Hab verschissen. Macht nix. So. Okay. Alter, hier geht's aber jetzt los. 50 zu Angriffswert, 1 zu Lichtradius. Feuerwiderstand plus 6. 41, Alter. Wir haben halt 80 zu Angriffswert, haben wir nur noch 15 zu Angriffswert. Dafür halt eine Verteidigung, die sich um 41 erhöht. Würde ich wahrscheinlich erstmal nehmen. Wir müssen mal gucken, inwieweit das gleich Auswirkungen auf unseren Angriffswert hat. Momentan sind wir bei bis 223. Eifer reduziert sich drastisch. Fast 100. Verteidigung 225, 210. Hier brauchen wir mal gucken, vielleicht kann man das noch irgendwie ausgleichen. So, das Einzige, wo wir auch noch ein bisschen ranpimpen können, der Rest ist halt schon eigentlich geil. Muss man echt sagen, ein Schild könnten wir vielleicht noch besseres finden. Also ich lasse das erstmal. Ich bin unentschlossen. Ich heb den mal auf. Vielleicht brauchen wir den doch noch. Aber ich bin jetzt doch wieder unentschlossen. Hi. Ich hadere mit mir. Was ist das denn Übles? 104, 3 zum Mana. 31, 46 Chance. Lohnt auch nicht. Lohnt alles nicht. Wir sind einfach krass drauf. Also wir sind von der Rüstung her krass drauf. Es ist so. Es ist einfach so. Auch die Gürtel hier. Wir haben schon 31er Gürtel. Handschuhe, das ist so das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte. Und waffentechnisch halt, ne? Zweihandaxt, Einhandaxt. Können wir nicht mehr tragen. 10 bis 18. 8 bis 17, ja. Juckt halt, ne? Auch da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Kann man jetzt nur noch hoffen, dass wir irgendwas doppelt gesockeltes finden oder so? Und ansonsten gib ihm, würde ich sagen. Komm. Ich pack mal den einen Helm noch in eine Truhe rein. Vielleicht brauchen wir den ja doch noch. Ich glaub's nicht. Aber ich packe ihn jetzt mal rein. Aus Safety Reasons, damit ich ihn nicht sinnlos gekauft habe.
Bin ich 75, Alter. 75. Na gut. Los geht's, meine Lieben. Wir legen einfach mal los. Oh, guck mal, was wir so finden, ne? Also, erstes Ziel ist Ebene der Verzweiflung. Die äußere Steppe. Ich bin mal gespannt. Wollt ihr mal sehen, wie es im Original aussah? Original. Okay, Giftfürst. Na lecker. Gefangene Seele. Also ich sag euch so, es wird jetzt nicht mehr schöner, ne? Also... Unheilbringer. Es bleibt jetzt auf dem Niveau. Wir sind nun mal jetzt in die Hölle gegangen. Das kann man auch nichts Schönes mehr erwarten, ne? Ich denke, wir können uns hier ganz entspannt ein bisschen versuchen, auf Feuerwiderstand einzustellen. Wenn die da mit ihrem Feuergedönse kommen, Alter, da sehe ich aber alt aus. Ich habe heute überhaupt keine Resistenzen, ne? Gegen nix. Das ist übel. Das ist echt übel. Also Feuer schmilzt mich so dahin, Alter. Aber volle Lotte. Da muss was gehen. Gut, das wird alles werden. Ich bin da voller Hoffnung. Halt aufpassen, dass wir uns von denen nicht treffen lassen. Ihr denn für Dinger, Alter? So, das sieht soweit doch nice aus. Wo geht's hier hin? So eine kleine Treppe, die da irgendwo hinführt. Die Ebene der Verzweiflung. Ja, gehen wir gleich hin. Da gehen wir gleich hin. Erstmal hier oben noch gucken. Alter, ich hab ein bisschen Schiss mit Diablo, ey. Ohne Scheiß. Ich glaube, das wird problematisch werden. Da werden wir viel rumprobieren. Das Schlimme ist, wenn du dann auch noch deine Items verlierst, weißt du? Weil irgendwie was schief läuft oder so. Was für ein fieser Skill ist das denn, Alter? Habe ich Ausdauertränke mitgenommen? Natürlich nicht. Alter, wie übel sind die denn? Okay, es wird geiler. 480er Tränke. Jetzt geht's aber richtig steil. Ich habe nicht mal so viel Leben. Man darf die halt nicht zu früh reinsnacken, ne? Das ist auch immer so eine Gefahr. Oh oh. Wenn die Feuer machen, wegrennen. Das ist der Trick. Hört ihr mal auf, hier Feuer rumzueiern? Was ist das für ein Wesen? Flamme, Herz der Hexer. Guter Heiltrank. Die anderen heißen wahrscheinlich dann sehr guter Heiltrank. Nein, 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 kein Feuer. Geht weg mit eurem Scheißfeuer. Bell, Alter. Das normale Gegröße, was nur angreift, kein Problem, ne? Aber ey, sobald das irgendwie Feuer speit, ey, uiuiuiui. Oh. Starker Heiltrank. Ich will starker Schwertkämpfer werden. Oh oh. So, gutes Riesenschwert. Wie sieht denn dein gutes Riesenschwert aus? 9 bis 30 Schaden. Zweihand? Ja, Zweihand. Nichts für uns. Leute, lasst euer Feuer. Stimmt, ist Diablo hat nachher auch so eine Feuerkotze, die der vergabbelt, ne? Wenn du da länger als ein paar Sekunden drin stehst, oh oh. Die hält unser Typ eigentlich stand noch ganz gut. Das wird schon. Alter, so viel von dem Idioten hier. Hört auf mit dem Feuer! Giftfürsten. Oh, endlich Level up. Nice. So, warte. Also, alles in Vitalität. Endlich haben wir die 100 erreicht. Okay.
Und Widerstand gegen Feuer wird gepusht. Weiter pushen. Dreht die Aura an, ja. Wird sich eigentlich auch irgendwie der Bonus, kann man das irgendwo sehen? Feuerschaden in der Hölle, ne? Ist ein bisschen dumm jetzt. Alter, was ist das denn hier? Darfst nicht dran stehen bleiben, tut weh. Kokel dich ab, die Leiche. Moin. Ah, ich find's richtig angenehm. Ich find's richtig angenehm. Aber auf jeden Fall, ich kann's ja nur wiederholen. Wer es noch nicht gedaddelt hat, ne, wer irgendwas für Hack and Slay übrig hat und hat tatsächlich, weil er vielleicht auch einfach noch ein bisschen jünger ist, Diablo 2 damals nicht miterlebt, holt's nach. Auch wenn es sich altbacken anfühlt, alleine wenn du halt, ich habe jetzt eine Klasse, wir switchen ja nicht die ganze Zeit die Fähigkeiten, ne? Wenn du eine Klasse spielst, wo du die ganze Zeit die Fähigkeiten switchen musst, dann musst du halt immer erst die F-Taste drücken, damit die Fähigkeit sich wechselt und dann musst du die Fähigkeit aber noch triggern. Also, das ist ein bisschen bescheuert. Da gab's im Klassischen natürlich Mods, die das dann repariert haben und dann sozusagen eine Skill-Leiste eingebaut haben und sowas. Das konnte man sich zurecht modden, weil das ist heute nicht mehr State of the Art. Ich finde, das hätten sie auch ändern können, bin ich ganz ehrlich. Also das hätte man ruhig. Ich glaube, kein Diablo 2-Purist wäre sehr erbost gewesen, wenn das Skillen angenehmer funktionieren würde oder das Benutzen der Skills. Oh, hier. Aber es ist, wie es ist. Die sind dann doch faithful geblieben. Das wird euch dann, wenn ihr damit anfangt, erstmal ein bisschen stören. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich, das Game nachzuholen, weil es hat halt einfach das Genre geprägt, ne? Ohne Diablo wäre das alles nie so gekommen. Dass wir unsere Paths of Exiles und wie sie alle heißen, was haben wir denn noch gedaddelt? Paths of Exile. Torchlight. Auch geil. Torchlight und Van Helsing. Gibt ja inzwischen so viele. Hör auf mit dem Feuerscheiß. Hört auf! Gesagt, ihr sollt aufhören, Leute. Ah, angenehm ist es nicht. Es ist auch übrigens wieder sehr dunkel, ne? Also auch bei mir. Nicht wundern, es ist dunkel. Oh, ein großer Zauber. Oh. Die Geräusche, wenn man die Dinger zerpflückt, die klingen immer so, als würde eine Falle ausgelöst. Aber nein, es klingt halt einfach so. Moin. Ich hätte mal ein paar Ausdauertränke mitnehmen sollen. Also wenn wir gleich zurück in die City gehen, dann... Also wir werden ja bestimmt gleich voll sein. Dann kaufe ich wieder Ausdauertränke ein. Habe ich ein bisschen verschwitzt gerade. Moin! Immer auf die Fresse rauf. Immer rauf da. 105 Gold. Ein paar Köpfe abgefallen, ne? Passiert. Dann gehen wir erstmal da lang, würde ich sagen. Wenn man das hingeht. Und so einen kleinen Zwischenweg zu geben. Wie nett. Frage ist, wird es in der Hölle auch dunkel? Ich habe so das Gefühl, hier gibt es auch Tag-Nacht-Wechsel, ne? Klar. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist so. Ihr denn da unten rum? Guck mal. Ah, ihr seid schon ganz geil auf mich, ne? Kollege, wo bist du? Auf dich! Er wollte mal wieder kurz Pause machen, ihr kennt das ja. Hin und wieder da juckt es den mal so ein bisschen dann. Na, muss aber kurz Pause machen. Hi. Ein Reif. Okay. Bin hier nur zur Durchreise, Leute. Erfahrungsschrein. Schön, dass ich den jetzt finde, wo wahrscheinlich alles tot ist. Ah, ich bin mir sicher, dass noch nicht alle tot sind. Britzelt dir da irgend so ein Dämon durchs Gesicht. Johann, ist gut. Hier gleich einmal rum. Meine Lieben, ihr hört den Herrn Credo und ihr wisst, was das bedeutet, ne? Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.